Rhythm Thief, ja, das auch. Habe ich sogar selber Let's Played. Guitar Heroes auch. Musikspiel. Ja, naja, wobei auch Rhythmus. Im weitesten Sinne, ja. So, wie geht's denn hier weiter in der Kammer des Schreckens? Kammer des Verreckens. Auge in Auge im Geheimzimmer. Hä? Oh Gott. Na mal gucken, vielleicht finden wir ja irgendwo einen Hinweis auf der Karte. Ein Hinweis, ein Hinweis! Ja, ich gehe jetzt nicht weiter ins Detail. Du weißt, was das ist. So, Geheimzimmer. Ja, wo ist hier ein Geheimzimmer? Ich habe doch schon alles durchsucht. Es wird geheim sein. Wo ist das? Guitar Room Man ist ein Rhythmusspiel. Das... Davon habe ich auch schon gehört. Parappa the Rapper auch? Die Kammer des Schreckens. Schreckens, genau. Ja. Auge in Auge. Ich weiß echt nicht. Die meinen aber nicht dieses Teil, wenn man... Moment. Ich such mal. Die können doch nur diese Augen da meinen. Ja, diese Augen, aber... Moment, soll ich erstmal die ganzen Augen wegmachen und dann schauen? Diese Augäpfel. Wo waren denn überall diese Augäpfel? Wenn ich das noch wüsste, dann würde ich nämlich jeden einzelnen davon nehmen und ihn ausquetschen. Also, ihn fragen, wo... In die Saftpresse. Ja. Also ich kann auf jeden Fall ja auch mal hier runter. Hui! Dann bin ich schon mal hier unten, aber das hier ist kein Geheimraum, würde ich sagen. Das ist ein Karussell. Au, 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 au. Erstmal wieder auffüllen, genau. Aber hier war das nicht. Oh, ich weiß es auch leider nicht mehr. Wow. Beim Big Boo-Gemälde. Wo ist das Big Boo-Gemälde gewesen? Ja, Elite Beat Agents ist ja, ja das der, ist auch der Vorgänger zu Ozu quasi. Daraus wurde ja Ozu entwickelt. Ah, hat Miku Hatsune. Hatsune Miku. Ja, das ist auch gut. Jetzt geht's hier um Rhythmusspiele. Das ist schön. Das ist auch so ein Thema für mich. Bisschen. Weil ich im Rhythmus singen kann. Sehr schön. Also ich habe mal Project Mirai 2 auf dem 3DS gespielt. Jetzt war aber trotzdem das Big Boo-Ding. Ja, es gab Lego Rock Band. Das ist auch ein Musikspiel, Lego-Spiel-Ding. So. Das Big Boo-Gemälde. Du weißt schon. Ich such da mal danach. Ja! Ich wollte doch nicht die Stampfattacke machen. Ja, nein, ich sing nicht. Ich hab schon gestern gesagt, das geht nicht. Genau, das hatten wir doch schon gestern. Ah! Ah! Hier bin ich eh falsch. Wo war das Gemälde? War das unten? War das oben? Warum sagt mir das denn keiner? Jetzt ist es ganz still hier. Ja, du bist dann auch dran schon. Immer ich. Dann reime mal wieder. Ich soll reimen. Sein auf sein. Ja. Wie war denn der Reim, den ich dazu mal gemacht habe? Und. Nee, Moment. Aua! Und so war dieser Schatz jetzt sein und wird auch nicht der letzte sein. Ach man, ich renn hier eigentlich bloß hin und her, weil ich finde das Big Boo-Gemälde nicht. Ein Songfile, das findest du auf dem
Ah, Moment, ich weiß. Ich weiß, wo ein Big Boo Gemälde sein wird. Erstmal brauche ich die rote Mütze. Würde ich denken. Außer, Moment. Ein Großstadtsimulator, gibt es sowas? Ein was für Simulator? Großstadt. Oh Gott. Ja, mittlerweile für alle Simulatoren, aber das habe ich noch nie gehört. Nee, ich auch nicht. Moment, ich schaff das da hochzukommen. Hey, klappt ja wirklich. Okay, gut, dann brauche ich hier keinen Wandsprung, sondern ich brauche hier erstmal bloß das Ding. Und hopp. Ach, komm schon. Komm schon, ich muss da nämlich rein, glaube ich. So. Oder mach alles gleichzeitig, dann kriegst du 1 Million Likes und Subscribes. Ja. So, ich bin auf jeden Fall bei dem großen Auge angekommen, weil ich jetzt weiß, wo es ist. Aua! Du blödes Buh! Aua, mein Fuß. Ja. Frechheit. Ja, das Doofe an der ganzen Sache ist, das Ding sieht mich jetzt nicht. Hey. Hallo. Ob ich einen zweiten Teil von Lego City Undercover für die Wii U Let's Playen würde? Das ist eine sehr schöne Frage. Nein, würde ich wohl nicht, weil Lego-Spiele sind tatsächlich alle ziemlich gleich. Musste ich feststellen und deswegen... Ja. Ich hatte schon mit dem 3DS-Teil von Lego City Undercover dann keine Lust mehr, deswegen habe ich den nicht weitergemacht. Es gibt ein Anime von Ace Attorney, oh. Ja, den kenne ich sogar. Ah. Ich noch nicht, Mist. Muss ich mir mal angucken. Dankeschön. Moment, ich kenne aber den Live-Action-Film. Den habe ich sogar auf... Moment. Habe ich den hier? Ich habe den hier. Geht gleich weiter. Haben Sie etwas Geduld? Wah. Wah. Den Live-Action-Film von Ace Attorney, den habe ich sogar hier auf Blu-ray. Tatsache. Und Scott Pilgrim in einer Steelbook. Oh, das ist wirklich ein guter Film. Also wer Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt noch nicht gesehen hat, ja. Dicke Empfehlung. Auf jeden Fall. Ist richtig cool, ist aufgezogen wie ein Videospiel, so Street Fighter, nee, nicht Street Fighter, wie heißt das, Streets of Rage? Nein. Es gibt dazu sogar ein Spiel. So, ein Stern im Erdgeschoss. Da kann ich mir denken, was das ist. Aber wie kommt man an ihn ran? Finden wir es raus. Ich weiß nämlich, welcher gemeint sein wird. Oh, bei dem DS, da muss ich jetzt gerade wieder ans Nintendo 64 denken und da kriege ich Bock auf Banjo-Kazooie. Oh ja. Hallo, Minchili. Ich meine, hallo, lieber Piep. Vor allem lieber. Ich glaube... Nein. Ja, da werden wir... Oh nein. Ich glaube, ich gehe gleich wieder aus dem Kurs raus, denn ich werde diesen Stern nicht bekommen. Richtig, mit Wario kriege ich den. Das war mir nämlich auch gerade klar, als ich den Block gesehen habe. Banjo-Kazooie ist super, ja. Banjo-Tooie habe ich noch nie wirklich weit oder überhaupt gespielt. Ich hab's leider nicht. Oh. Und ich habe noch nie Conker Bad Fur Day oder Conker's Bad Fur Day gespielt. Ich hatte nur diese Vorgängerversion für Super Nintendo, da hieß er noch irgendwie Mr. Nut oder so. Ah. Schwindelnde Höhen. Schwupp. Mann. Wie soll man das denn schaffen, diese Münzen dazu alle zu bekommen? Diese blauen. Das geht doch gar nicht.
Gibt es nichts, was dir Schwimmtempo verleiht? Schwimmen? Nein, keine Ahnung. Nein, das, also ich nein, die Schwimmflossen von Zuldudub. Oder sowas. Weißt du, das 25% mehr Schwimmtempo. Ich erinnere mich. Nein, keine Ahnung, das gibt's gar nicht. Das ist auch kein richtiger Rollenspielgegenstand, würde ich meinen. Aber ich weiß auch, was du anspielen wolltest. Ja. Hauptsache so du. Ha, also sogar fast richtig. Naja, Zulgurub, ich weiß, heißt dieser Ort. Ja, komm schon. Ja! Rote Münzen, ich sammle jetzt rote Münzen, auch wenn ich das gar nicht soll. Tralalalol. Ich fühle mich dabei toll. Aber wo ist hier eigentlich... Ich weiß, es gibt in diesem Level doch eigentlich auch eine... ein Teil, was einen tatsächlich schneller... was einen schneller schwimmen lässt. Ah. Und zwar in einer dieser Muscheln ist nämlich normalerweise ein Schildkrötenpanzer. Ein Koopa-Panzer. Aber machen Schildkröten... Also sind Schildkröten allgemein nicht langsam? Komm, gib her. Gib mir das. Aua! Mann! Dann gehe ich wieder hoch erstmal. Ja, aber ob ich an den Koopa-Panzer schnell genug rankomme, beziehungsweise ich kann ja dann den Schalter nicht mehr betätigen. Das ist ja das Komische. Und der Koopa-Panzer ist hier. Was? Was? Okay. Also hole ich mir erstmal den Panzer. Ach! Egal, ich hol mir den jetzt. Du musst noch eine Facharbeit schreiben. Ah, ich krieg ihn nicht. Ich krieg ihn nicht in die Finger. Merkwürdig. Ich glaube, ich muss ihn schlagen, aber das habe ich gerade versucht. Also dann musst du aber deine Prioritäten setzen. Facharbeiten sind wichtig. Nein, der Stream schauen ist wichtig. Facharbeiten-Stream. Das ist wichtig. Eine Streamarbeit schreiben. Streamarbeit. So, was sagt der uns? Hippe. Ich mach die Honolulu-Haubitze bereit. Die ist so chillig, die Musik hier in der Stage, ne? Ja, ich höre sie leider nicht. Wario wird zu Metal Wario. Ach du Schande. Kriegt er dann auch eine andere Musik als Metal Mario? Bitte ja. Bitte, bitte irgendwas mit ganz viel E-Gitarre drin. Wie schwer wird er dann bitte? Hä? Wird er noch schwerer, als er eh schon ist. So, jetzt hole ich mir nochmal die... den Panzer. Aber diesmal richtig. Hä? Panzer darf man übrigens nur so aussprechen. Ah, jetzt... Ah! Ich hatte den Panzer! So, reicht auch. Ist ja doof. So, und dafür habe ich jetzt noch eine Münze bekommen. Jetzt fehlen mir aber immer noch 27. Oh, die Musik bleibt gleich, schade. Manu. Ja, muss ich eine eigene Metal Mario, Metal Wario Musik machen. Und zwar mit Metal. Das ist eine gute Idee, ein Remix davon. Und dann rein damit in die ROM. Oh yeah. ROM-Hacking für Fortgeschritten. Oh Gott, mit DS-ROMs. Obwohl, die haben ja wenigstens schon ein Dateisystem. Wer mir das beigebracht hat, mein Mentor Friendly Firefox. Der hat auch gesagt, dass man theoretisch Ace Attorney, auf dem DS besser hacken kann als die originalen japanischen Game Boy Advance-Versionen. Cookinseln Mama. Oh ja. Ja, wir sind hier ja schon mal im Wasser und da fällt mir leider keine Überleitung ein. Aber Moment. Wenn wir irgendwo mal eine Insel ohne Namen finden, dann nennen wir sie Cookinsel.
Oder wenn wir mehrere Inseln ohne Namen finden, dann nennen wir sie die Cook-Inseln und dann ist die Königin dieser Inseln die Cook-Inseln Mama. Big Mama. Big Mama. Blub, blub, blub. So. Fehlen nur noch 8 Münzen bis zum Stern. Und hier waren keine Münzen dabei. Okay. Aua! Nein! Aber er muss doch aussehen wie Mario. Wuhu!